Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion im Ranglistenmodus 2 gegen 2. Ja, Amon Lukas ist heute wieder mit dabei. Ich glaube, ich nehme Champion. Welcome to Nova. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Sakura Champion. Sehr gut. Hier drüben ist ein Archer aufgewertet. Und da wird Bock gespielt. Erst mehr auf Late Game, wenn es überhaupt so lange geht. Die letzten Runden waren ja immer relativ kurz. Okay, Goldwerfer-Kombo. Das heißt, er will schnell Geld machen. Ja, Champion und Burg sind auch einfach super. Gerade Champion kann man auch so viel machen. Man muss nicht die erste Einheit nehmen, man kann auch ein bisschen warten. Eine andere Einheit hinstellen, ist vollkommen cool. Und ja, Burg geht eigentlich auch immer. Weil in seltenen Fällen ist das Game im Early Game zu Ende. Ich weiß noch, früher hat man das Game oft auf Welle 6 beendet. Da hat man die ganze Zeit gesammelt und auf 6 dann richtig dick geschickt und dann war es ganz schnell vorbei. Das habe ich auch schon oft erlebt. Aber es waren andere Zeiten damals. Es wurde ja so ein bisschen überarbeitet, gerade was die Worker angeht und was die Einheiten angeht, die geschickt werden. Ich werde jetzt keinen Worker bauen, sondern eine Katze hinstellen. Und zwar so wie beim letzten Mal, wie ich es schon gesehen hatte. Kleines bisschen Abstand unten rechts hin. Ah, ich krieg nur eine Schnecke rein. Ja, sehr gut abgewehrt. Er hat ihn schon aufgewertet. Okay, der hält natürlich. Der one-shottet die hier. Ja, es wird auch abgewehrt. Nee, ich hole Worker. Ja, er schreibt gerade, ich soll Auto anmachen, die Leute outscalen, weil er gerade mit seinem Goldwerfer, der hat jetzt schon abgegradet. Da kann ich natürlich nicht viel schicken. Kann ich die Katze aufwerten? Das sollte reichen. Ich kann hier noch so eine kleine, einen kleinen Setzling hinpacken. Dass also noch ein bisschen nach rechts abgewendet wird und meine Sakura-Blume schon schießen kann. Ich habe auf jeden Fall gelernt aus den letzten Matches. Das steht fest. Genau dafür mache ich das ja hier. Um dazu zu lernen.
Ja, ist glaube ich nicht schlecht, wenn ich hier einen Drachen hinpacke. Er hat Kaulquappen hingesetzt. Den zweiten Goldwerfer auch aufgewertet. Ja, wir müssen auf 7 oder 8 gehen. Und dann macht 8 am meisten Sinn. Dass wir ein bisschen was gespart haben. Oh, er hat das teuflische Duo geschickt. Das schaffe ich nicht. Da war zu viel Magieschaden dabei. Ja, du blockst doch. Aber er hat wirklich fett gesammelt, um die 100 zu schicken. Da hätte ich mehr aufpassen müssen. Jetzt pushe ich die Katze auf Maximum. Damit ich sich hochhalte, bin ich für die nächsten zwei Waves erstmal abgesichert. Ich könnte den Ochsen, könnte ich dann hier hinpacken beispielsweise, hier dazwischen. Oder auf die andere Seite, das wäre möglich. Ja, ich muss wahrscheinlich Dinos reinhauen. Einfach so als Tank. Ja, Katze hält sich gut hoch. Seepferdchen hilft noch dagegen. Ja, die Blume kriegt ganz schön was ab. Aber passt. Turtle mit rein. Okay, es war vielleicht ein bisschen overbuild jetzt gerade. Ja, oh Kacke. Blume down. Wie sieht's hier drüben aus? An sich ganz gut. Drei verkackt, sehr gut. Ja, er hält mit seinem Green Devil. Plus den Seepferdchen, die heilen hoch. Aber wir sind drei durchgekommen. Auf 11. Ich werde schon Drachen mit reinhauen. Aufpreisschaden habe ich jetzt nicht. 1. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich mache das so. Da wird die Blume noch ein bisschen abgesichert. Durch den Setzling. Das ist billige Einheit, alles im grünen Bereich. Dass die eben nicht sofort angegriffen wird. Und die ordentlich hochscalen kann. Ja, Seepferdchen halt hoch, sehr gut. Das habe ich. Das muss ich für nächste Welle auf jeden Fall meinen Archer aufwerten. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Okay, auf jeden Fall hier viele Milizen. Aufgewertete Ninjas sind auch da. Archer auch.
Also es wird auf jeden Fall abwehren. Ich bin mir da unsicher. Aber wir werden sehen. Ja, schwierig, ne? Ja, alles cool. Ist jetzt nicht so viel, wie ich dachte. Dann werde ich einfach das Seepferdchen auf. Die Zottel kriege ich auf jeden Fall noch rein. Und die Schnecke. Ich brauche magischen Schaden für den hier. Stich macht den platt. Macht die Kaulquappen alle platt. Und magischen Schaden dann für die Goldwerfer. Für die Zwergenbänker. Ja. Das könnte eine. Was ist das für ein Skin? Der ist krass. Ja, okay, Blume down. Wurde zu schnell anvisiert. Schaffe ich nicht. Scheiße. Aber wir sind auch durch. Das ist gar nicht schlecht. Ja, können wir 2 Opfer holen. Den packe ich hier hin, weil dann kann ich den Ochsen noch hinpacken. Katze noch aufwerten. Ein Worker für nächste Runde. Okay, also King hoch und dann auf 15. Wir müssen ihn auf jeden Fall aufwerten, weil wenn die hier öfters durchkommen, dann sind wir am Arsch. Okay, die sammeln. Dann erst recht. Nein, Blume überlebt. Ah. Ah. Aber ihm war es aber auch nicht einfach. Der wird jetzt aufgewertet. Nur ich noch Seepferdchen. Ich werde mal rollen. Magischen Schaden habe ich auf jeden Fall genug, da brauche ich nichts. Ein fetter Tank ist sehr gut. Ein fetter Tank ist wirklich sehr schön. Den nehme ich mit. Ja. 300. Ich habe ein bisschen Oberbild. Von daher kann es gut sein, dass ich das halten kann. Muldown, 2 Leben noch. Ja. Das habe ich im Sack. Sehr schön. Habe ich sehr gut gehalten.
Mudman hin, den kann ich dann gut zum Golem aufwerten. Da habe ich nochmal einen fetten Tank vorne. Brauche ich auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall was schicken, was seinen DAX fertig macht. Also vorzüglich Stichschaden, damit alles andere auch abkackt. Ah, noch ein Schwein. Hat noch ein Schwein. Okay, wenn du das sagst. Nochmal ein bisschen upgraden. So groß Stichschaden gibt es leider nicht. Einfach Turtles mit rein. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, die Turtles mit reinzuschicken noch. Dex hält halt übelst viel aus, ne? Aber wenn der weg ist, sind die Zwergenbänke am Arsch. Sehr gut. Sehr gut. Aber ich glaube, das war's noch nicht. Der King ist noch zu stark. Sie noch werten und noch ein paar Archer dazu packen. Und nächste Runde den Mudman aufwerten zum Golem. Dann bin ich ganz gut dabei. Ich liege aber ordentlich zurück. Sechshundert. Holy shit. Das schaffe ich nicht. Ah, das vor es ging direkt auf die Blume. Bin down. Er wird es wahrscheinlich auch nicht halten können. Oder doch? Hat er denn so viele Rocker auf einmal? Und trotzdem mehr Einkommen als ich. Also mehr Einheiten wert. So, Golem da. Ich werde wohl noch einen zweiten platzieren. Das war hier drüben. Ja, wollen wir auf 18 schicken oder wie? Ja, ich dachte schon. Ich dachte, er sagt mal was. Ja gut, dann müssen wir jetzt hier auf der 18 noch nicht reinhauen. Ich
Ich werde auf jeden Fall. Hat Schweine, na? Hm. Ja, sich lange hat er, das ist klar. Ich muss weiter auf Seepferdchen gehen. Katze aufwerten. Er hat schon 30 Schlangen. Das kriege ich noch zusammen, 140. Ja, so viel kriege ich nicht zusammen. Ich liege so weit zurück, was die Worker angeht. Die holen ganz schön auf. Ich glaube, hier habe ich oben nicht reingekackt. Aber das schickt halt auch wie ein Bekloppter. Da kann ich ganz schlecht noch gegenhalten. Ja, Seeschlangen sind tot. Haben meine Backline mitgenommen. Zum Glück hat er verteidigt. Er hat mich ganz schön reingekackt, die Runde. Aber zum Glück ist es ein Teamspiel. 2 gegen 2. Victory. Da habe ich mal nicht so gut performt. Hoho. Viel Glück. Perfekt. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.